So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinen Let's Play Samurai Warriors 4, 2. So, wir machen die Geschichte Sparks of Rebellion. Okay, haben wir uns gleich rein. Ja, wie man sieht, auch schon hier fertig natürlich. 5 Maps, so wie immer bis jetzt. So, Conflict of Roku irgendetwas. Ich habe keine Ahnung. Wir hauen uns gleich rein, wir machen es auf normal. Der Stern, ein Stern, okay gut, das wird ganz leicht werden für uns, überhaupt für die aufgelevelten Charaktere. Schauen wir gleich mal rein und ich wünsche euch gleich mal viel Spaß mit der Cutscene, so wie in jedem Part. Halt noch. Jo, ist eine Nuss.天下の将軍たる世を亡き者にせんとは松永久秀この大悪党めが愚かなり剣豪将軍たる世を打てると思うたか世は天下無双の剣の使い手誰も もう天を手中に収めたつもりか信長我が輩をさっさと殺せお主にもお主が作る未来にも興味はない我が輩の描く未来何人たりとも触れさせん許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。 なら楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し天下の運命を手に入れようとした大悪党松永久秀。彼は 織田信長の軍勢に包囲され、その傘下に下ったが、天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否や、かつて信長に敗れた小姓将らを京に引き込む。京本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は 義昭を危機に陥れ、京の織田軍を翻弄せんとする。だが、信長の妹、お市と、その夫、浅井長政が、織田軍の援軍に駆けつけてしまう。久秀は、まだ織田に勝機があることを警戒。信長に忠義面をしながら、小姓将らを迎撃した。 So, wen nehmen wir mit? Ihn auf jeden Fall, den möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. So. Nö, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Der ist auf Level 5. Okay. Der ist auf Level 17. Nehmen wir den Nö mit. Das habe ich online gespielt, deswegen seht ihr da unten auch nicht, welchen zweiten Charakter ich halt genommen habe.
Nicht, dass ihr euch wundert. So, schauen wir mal. Den können wir noch ein bisschen aufbessern, da. Das machen wir auch gleich. Ich habe gestern ein bisschen wieder gespielt. Und habe ein paar Totems gesammelt. Schön. Ah, schade. So. Und oben geht's auch noch weiter. Nein, nichts mehr. Passt. Sollen wir nochmal mit ihm? Ihm habe ich ja urweit aufgepötzt, wie man sieht. Den werden wir dann auch wieder in der Schluss-Map wieder mitnehmen. Also in der letzten Map halt. Da werden wir ihn wieder mitnehmen. Damit er Damage macht. Ja, da sieht man, wie weit ich den schon raufpötzt habe. Schaut euch das an. Boah, das habe ich ganz vollkommen vergessen. Der Skillbomb ist fast voll bei dem Typen. Okay, passt. So, dann haben wir uns rein. Die Map so wie immer. Der schaut mächtig aus, oder? Das Teil, was er da in der Hand haltet. So, dann zeigen wir mal an, wohin ich muss, bitte. Er ist urstark. Das wird eine ziemlich schnelle Map, glaube ich. Also das ist eine ziemlich schnelle Runde, auf gut Deutsch gesagt. So, und ihr schleicht euch da mal bitte. So, wo ist denn der Typ jetzt? Ah, der ist schon tot. Ein Herr mit dem Gold. Wir gehen dann da. Ja, geht's weg da. So, wo ist denn der? So, mal die normale Ultimate mit ihm. Schaut so aus. Wirft er sein Dynamit dahin. Schaut schon arg aus, oder? Also, ich finde schon. So. Bin zwar kein Fan, Alter, bitte. Bin zwar kein Fan von dem Charakter, aber was er jetzt an Damage macht, also ich habe den voll aufgewertet. Ich habe nur die eine Map, glaube ich, ich weiß nicht, zwei oder dreimal durchgespielt mit den Typen, mit dem ich halt gespielt habe. Das war mein Freund, der Hardlost. Bist du deppert. Ich habe so viel, habe ich gekriegt. So, machen wir gleich mal die Super mit ihm, die Super Ultimate, wenn ich das raufbötzen kann. Ah, das sind fast keine Gegner. Ein bisschen zu wenig da. Ja. Ich bleib mal da oben. Die Nö kann runtergehen. Oh, jetzt machen es die Tore auch noch zu. Das finde ich sehr, sehr nett. So, 400 Kills schon mit ihm. Ist nicht normal. Ja, ich krieg's nicht drauf. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, da ist mal der Barackenkommandant, Kapitän. Wo ist er jetzt? Hier schleicht sich da von mir. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt kommen unsere Leute raus. Passt. Gut. Das heißt, wir können wechseln. Wir spielen jetzt mal kurz mit der Nö. Und ich weiß jetzt auch schon, welche die letzte Map ist. A Power of Woman oder sowas, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so heißt das. Da spielt man nur Frauen. Das ist eh klar. Okay, einmal vor mir. Der Gatekeeper. Na dann. Dann halt der Gatekeeper da. So, 200 Kills schon mit dir. Ist auch leibern. So, skill dich auf. Bis zum geht nicht mehr. So, wir müssen. Boah, das ist ziemlich weit. Wir machen da einfach so. Das passt schon. So, geht schon. Hau rein. Wir müssen da schauen, dass wir das alles wieder da aufkriegen. Ich glaube, jetzt sollte es offen sein. Gatekeeper ist down und der andere geschissene auch.
glaube ich, was die aushalten, wenn die so komisch leuchten da, also so blinken halt. So, das Geile ist ja mit ihm, ich kann ja die Ultimate U oft machen, dreimal hintereinander exakt. Das ist schon leibernd und extrem praktisch. Geht schon, hau rein, Alter. Boots, Boots, BAM! So, den Typen da vorne nehmen wir gleich mit. Kann ja nicht sein, dass ihr den immer in Ruhe lasst. Da, bring den Typen da um. Danke. So, und rauch durch. Komm, nö. Komm. Geht schon. Zack, zack, zack. Sehr gut. Hau dich durch, hau dich durch, hau dich durch. Komm. Durch, durch, durch. Sehr gut. So. Na, dann kommt's mal her. Machen wir gleich die Super Ultimate mit dir. Genau. Ah. Schöne Frau. So, noch was? Ich glaube nicht, oder? Oh ja, einen Barackenkeeper gibt's noch. Kapitän. Kapitän. Wo bist du denn jetzt? Einmal ist er da, einmal ist er nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Das Problem ist, ich muss dann später so und so einnehmen. Ah, er ist schon da. Okay, passt. Ah, da ist das, was er fallen gelassen hat. Okay, okay, passt. Passt. So. Du komm auch her, da. Ja, ich weiß doch, ich bin doch gerade vorbei. Er stirbt gerade. Ist das schnell genug für dich gewesen? Liebes Spiel? Oder nicht? Na, die Frau hat schon drauf. Bist du deppert, wie schnell die ist? So. Wohin, wohin, wohin? Wir machen kurz Charakter-Switch. Der Typ braucht da oben Hilfe. Ah, der Typ ist ja auch grandios, gegen den ich jetzt gerade kämpfe. Ich glaube, der kommt im... in irgendeiner Kampagne vor, die Love heißt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Wie sie korrekt heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwas mit Love war es, auf jeden Fall. Love and Fear, kann das sein? Ich glaube, so hat die Geschichte geheißen. Vielleicht mache ich die auch gleich als Nächster, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ich mache das ja irgendwie so durch. Ja, zuerst gehe ich jetzt einmal runter da, nämlich du hast mich vorher da hingewiesen, dass ich da runtergehen soll, jetzt gehe ich auch runter, mir ist das scheißegal, was du willst. Überhaupt bin ich eh schon da, da vorne steht er schon, der überlebt nicht lange, wie er auf mich einstürmt und glaubt, dass er irgendwas machen kann gegen mich, und er ist weg. Okay, das nehmen wir mit. So, dann machen wir mal mit ihr kurz weiter, nämlich sie steht nur deppert um und um, anstatt dass sie sich da runter bewegt. Dankeschön für die Erfahrungspunkte, vielen, vielen Dank. Aber da wird nichts angezeigt, das sind halt nur normale Gegner, können wir halt mitnehmen. Das tun wir auch natürlich, ja, mit den Erfahrungspunkten, geh weg da. So. Dann zeige ich euch mal mit ihm die Super Ultimate. Würde ich mal vorschlagen. Das sind nur zwei. Oh ja, da hinten war ein dritter, glaube ich, oder? Ja, da kommt er schon. Moment. Geht schon, hau rein. Da hat er so welche Spinnennetze raus, wie ihr gesehen habt. Und zack, boom, alles fliegt in die Luft. So, das nehmen wir uns mit. Und das nehmen wir uns auch mit. Das bringt sich bei ihm fast nichts mehr, aber ist wurscht. So, das Totem nehmen wir uns auch mit. Die hat gerade die Nö umgebracht. Sehr gut. Den Barackenkapitän. So. Da rauchen wir einfach durch. Ja, da unten ist keiner. Auch wenn das so blinkt. Bringt mir das nichts. Aber da ist ein Barackenkapitän. Bleib du da, Herrst. Bleib du da. Und legst du dich hin und gibst mir dein Item. Dankeschön. So. Einfach durchrauchen. Das ist unglaublich, was der Damage macht. Das ist nicht normal.
So, die Mö ist weiter vorn, geht schon. Der hat nichts, oh ja, ey. Da hab ich mir gedacht, der hat nichts fallen lassen, der Wichser. Wenn ich es jetzt noch mitnehmen würde. Jetzt. Sehr gut. So, komm her da. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist, hä? Da stehen und mir zuschauen. Weg mit dir. Dankeschön. So, durch. Lass uns ein bisschen mehr Zeit, um Gottes Willen. Gibt Schlimmeres im Leben. Und zack. Bam, bam. Und tot. War das schnell genug für dich, liebes Spiel? Jawohl. Bald mal. So, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Baracke gehört auch mir. Da rauchen wir einmal durch. So, sollten wir eigentlich gleich zum Boss kommen, oder? Sie läuft eh schon geradewegs darauf. Schauen wir mal, ob wir das mit der Nöder abschließen können. Ansonsten halt mit ihm. Mit Mr. Overpowered. So, na dann kommen wir her. Genau. Und der Hurensohn läuft von mir weg. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt drückt man. Sehr gut. Ist sich noch ausgegangen. Ja, das war's mit dir. Das war's. Fertig. Na komm. Rede jetzt ein bisschen drüber, wie schnell ich war. Ja, bla 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 bla. 17 Minuten, ist eigentlich gut. Ich weiß nie, ob ich da reden soll oder ob ihr das da unten lesen wollt oder da zuhören wollt, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall sind wir fertig. 31, sie ist auf 12 gekommen, naja. So lala. Nehmen wir alles mit, super, danke. Und viel Spaß mit der Endcutscene. Falls sie kommt, ja.我が輩を許そうとしている。その上で我が輩は許さん。ならば我が輩は奴を討つ。今回の変を受け本国寺は解体されるそうな。ならば灰寺になる前に利用させてもらおう。この釣り鐘の根元に切れ込みを入れてか。 これでよし。2回叩けば鐘は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回鐘を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が鐘の下に来たら、我が輩は鐘を鳴らす。これで 信長は鐘の中、一生暗闇、ああ怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで、信長様、叩いてみてくだされ。 我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。ああ、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで良き音色か。 ならばもう一度聞かせてやろうぞ。あ、そんな、あ、ダメ。ああ、ああ。
Hisahide, kono Nobunaga o tabakari, hofuran to shita ka? Yurusu. So, das war's mit dem Bart. Entschuldigung, ich hab was im Mund. Und du gerade essen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.